Ja, hallo und herzlich willkommen zum Webinar. Mein Name ist Stefan Giebele und ich freue mich, dass ich Ihnen heute zeigen darf, wie einfach es ist, Daten von einer Siemens S7-1500 an die IBM Watson IoT-Plattform zu senden. Noch zwei kleine Anmerkungen. Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen. Bitte machen Sie das schriftlich über die Chatbox. Noch ein zweiter Punkt. Selbstverständlich bekommen Sie alle Informationen, also die Präsentation und auch eine Aufzeichnung des Webinars in einer Follow-up-E-Mail morgen zugeschickt. Das Webinar ist in zwei Teile gegliedert. Ich starte mit einem theoretischen Part, der beinhaltet das Protokoll MQTT. Also ich erkläre kurz, was es ist und wie es funktioniert. In Kapitel 3 gehe ich dann auf die DataFeed OPC Suite ein, also die Software, die wir auch heute im Webinar benutzen, um die Daten zu senden. Kapitel 4 ist dann der praktische Teil, die Live-Demo. Okay, was ist MQTT? Also MQTT ist Kurzform für Message Queuing Telemetry Transport und ist ein Protokoll, ein Applikationsprotokoll. Vielleicht kennen Sie auch andere Protokolle wie OPC UA oder HTTP. MQTT ist einfach eine andere Art und Weise, Daten zu übertragen. Und ideal oder in den meisten Fällen wird dieses Protokoll benutzt, um Daten in die Cloud zu senden. Hat den Hintergrund, weil es sehr leichtgewichtig ist. Bedeutet, Ihre Devices, Ihre Teilnehmer brauchen nicht viel Rechenleistung, um dieses Protokoll zu implementieren. Und daher ideal für IoT-Devices, also kleinere Sensoren, Geräte sämtlicher Art, Steuerungen oder sogar Autos. Das Architekturprinzip, was dahinter steckt, ist Publish-Subscriber. Ich komme auf der nächsten Seite darauf zu sprechen, was es genau ist. In der Transportschicht haben wir TCP. Ein paar Worte möchte ich noch zu sagen zur Sicherheit. Also die Identifikation kann über Username und Passwort stattfinden. Ich kann aber auch Einsatz von User-Zertifikaten machen. Und na selbstverständlich, wenn ich mich im Internet bewege, muss ich die Daten auch verschlüsseln können. Das funktioniert bei MQTT über SSL. So, wie funktioniert denn MQTT? Wir sehen hier drei Teile. Den Producer, den Publisher ganz links, den Broker in der Mitte und ganz rechts haben wir die Subscriber. Der Broker stellt eine Art Verteiler dar und der Publisher ist derjenige, der die Daten eben besitzt, bereithält und auch die Daten aktiv an den Broker sendet. Nachrichten werden zu sogenannten Topics gesendet und diese Topics kann dann der Subscriber entsprechend sich holen, wo er interessiert dran ist. Es könnte jetzt ein Topic sein oder auch alle Topics. Je nachdem, wie viele er haben möchte, macht er eben eine Subscription und bekommt die Daten, sobald diese verfügbar sind. Im heutigen Webinar benutzen wir die DataFeed OPC Suite, komme ich gleich noch zu sprechen. Die repräsentiert den Publisher und Broker und Subscriber befinden sich in der Cloud. Ja, die DataFeed OPC Suite ist eine Software von Softing, die Sie sich auf Ihrem PC oder auf Ihrem Server installieren können. Und Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, über die Datenquellen links verschiedene Geräte einzubinden. Es könnte ein OPC UA Server sein oder eine Siemens S7 Steuerung. Sie können aber auch einen OPC Classic Server einbinden. Sobald ich diese Daten geholt habe, kann ich mir dann überlegen, was möchte ich jetzt mit den Daten machen, also die Datenziele. Ich mache eine Protokoll-Conversion, zum Beispiel von OPC UA auf OPC Classic. Oder ich möchte Daten von einer Siemens-Steuerung in die Datenbank schreiben. Alles ist möglich, was wir eben hier anbieten, also auch der Zugriff auf eine Datendatei oder wie wir heute machen, wir senden Daten an die Cloud. Vielleicht ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die DataFeed OPC Suite können Sie sich als Demo-Version kostenlos von unserer Webseite runterladen. Dann haben Sie 72 Stunden Zeit, die ausführlich zu testen. Einen Link dazu bekommen Sie auch in der Follow-up-E-Mail.
Ja, heutiges Szenario, Anwendungsszenario ist, ich habe eine Siemens S7-1500. Die muss ich natürlich erstmal mit meiner DataFeed OPC Suite verbinden. Das wird der erste Schritt sein, diese Datenkommunikation anzulegen. Der zweite Schritt ist dann, die MQTT-Seite zu parametrieren, also sprich die Verbindung von der OPC Suite zur Watson IoT-Plattform herzustellen. Der letzte Schritt, der dritte Schritt, ist dann das sogenannte Mapping. Ich muss also entscheiden, welche Daten sollen denn gesendet werden. Das war's schon mit der Theorie. Jetzt gehen wir in die Praxis rüber. Was ich zuerst mache, ist, dass ich die DataFeed OPC Suite einmal starte. So sieht das Ganze aus. Wie schon gesagt, es gibt hier den Bereich Datenquellen, also wo bekomme ich meine Daten her? Ist es von einer Siemens-Steuerung, von einer Motto-Steuerung, das ist zum Beispiel Hersteller wie Schneider oder Phoenix, B&R, ich könnte aus einer Datenbank lesen. Also hier definiere ich meine Datenquelle. Im heutigen Szenario eine Siemens S7-1500. Ich möchte eine neue Verbindung einlegen. Ich kann hier einen Verbindungsnamen wählen. In meinem Fall nehme ich hier Siemens 1500. Ich muss jetzt natürlich das passende Applikationsprotokoll auswählen, mit welchem ich die Daten hole. Ich wähle S7.2, weil es eine 1500er Steuerung ist. Besonderheit an diesem Protokoll ist, dass ich auch auf optimierte Datenbausteine zugreifen kann. Und ich brauche keinen Symbolimport machen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das Ganze aussieht. Wichtig, na klar, ich brauche die IP-Adresse meiner Steuerung. In meinem Fall ist das diese. Ich mache einen Verbindungstest und dieser war erfolgreich. Ich könnte Filter noch aktivieren. Wenn ich nur bestimmte Daten sehen möchte, brauche ich hier nicht tun. Und Sie haben jetzt schon gesehen, er hat mir alle Daten gebraust. Das bedeutet, ich habe keinen Symbolimport machen müssen. Ich kann mir direkt alle Daten ansehen, die mir die S7-1500 bereitstellt. Wie schon gesagt, auch alle optimierten Datenbausteine sind hier verfügbar. Okay, also der erste Schritt. Verbindung anlegen zu Siemens ist erledigt. Der zweite Schritt ist jetzt die Verbindung von der DataFeed OPC Suite zur Cloud herzustellen. Jetzt muss ich natürlich ein paar Sachen in der Cloud parametrieren. Dazu gehe ich in meinen Webbrowser und logge mich erstmal ein. Okay, das ist so die sogenannte Landingpage. Also hier sehe ich immer alles, was ich schon erstellt habe und verfügbar habe. Wir fangen hier ja von Null an. Das heißt also, wenn Sie sich hier einen Account erstellen, sehen Sie die gleiche Startseite. Sie klicken hier, also um Daten zu senden, auf Ressource erstellen. Und im Bereich Internet of Things finden Sie die Internet of Things Plattform. Das ist die IBM Watson IoT-Plattform. Sie drücken drauf und hier können Sie jetzt halt einen Namen vergeben, den Sie frei wählen können. Sie können hier noch zusätzliche Einstellungen machen, sich das alles mal durchlesen, was alles machbar ist. Natürlich wählen Sie hier auch Ihren Preisplan aus. Die Lite-Version ist, sehen Sie, ist hier kostenlos, aber es gibt eben auch bezahlte Versionen, die entsprechend mehr Sensoren anbinden können. Leider kann ich jetzt hier keinen erstellen, weil ich schon einen erstellt habe. Aber im Grunde würden Sie jetzt lediglich auf Erstellen drücken und dann würde das Ganze vorne bei Ihrer Landingpage erscheinen. Zu finden unter Cloud Foundry Services. Und ich nehme heute für das Webinar diesen IoT-Messe-Software her. Jetzt könnte ich Folgendes machen, ich könnte mir entweder die Dokumentation durchlesen,
Wenn Sie das wollen, können Sie das gerne tun, aber in meinem Fall starte ich jetzt diese Plattform. Ich habe hier schon zwei Geräte angebunden, zwei Geräte erstellt, aber ich möchte natürlich hier wieder von Null anfangen, mache jeden Schritt durch. Also ich lege hier ein neues Gerät an. Das Gerät ist letztendlich die digitale Repräsentation von meinem physischen Objekt. Also sprich eine SPS, ein Temperatursensor, ein Feuchtigkeitssensor. Ich könnte hier also beliebige Geräte entsprechend erstellen. Ich klicke auf Gerät hinzufügen. Jetzt muss ich natürlich einen Namen wählen. Also im Grunde kann ich hier auch wieder mir das selber entscheiden. Ich nehme jetzt mal SPS und meine Geräte-ID ist Siemens. Nächster Schritt, Geräteinformationen. Zusätzliche Informationen kann ich hier eintippen, Seriennummer, Modell, Geräteklasse. Das ist aber optional, das heißt, ich muss es nicht tun für die Verbindung. Ich kann hier mit weiter auf den nächsten Schritt gehen. Ja, automatisch generiertes Authentifizierungstoken, das repräsentiert später mein Passwort. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse das Passwort von IBM erstellen durch einen Automatismus oder ich erstelle mir mein eigenes Token. Könnte ich hier dann eintippen, muss ich allerdings die Policy hier beachten. Ich lasse es hier auf Default-Einstellungen, also die Cloud erzeugt mir mein Passwort. Ich klicke Next, kann mir hier nochmal alles anschauen in Ruhe, vielleicht auch noch Änderungen machen, bin aber dann schon fertig. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Das sind meine Credentials, also meine Informationen, die ich benötige, um eine Verbindung von der Suite zu dieser Plattform aufzubauen. Wichtig ist, Sie lesen es hier auch, die sind nicht wiederherstellbar. Sie sehen also dieses Token nur einmalig. Ansonsten müssen Sie ein neues Gerät erstellen. Ich mache hier ein Paste und Copy und füge mir das mal in ein vorgefertigtes File ein. Organisations-ID, zeige ich Ihnen gleich, wo man die sieht. Gerätetyp habe ich selber vergeben, den Namen SPS. Geräte-ID ist Siemens. Authentifizierungsmethode, ja, Use Token Authentication. Und mein Token selber ist dieser String hier. Die Organisations-ID, die erstelle ich nicht selber, die wird von IBM vergeben. Zu finden ist die hier im oberen Teil unter ID. Okay, im Grunde war das schon alles, was ich auf der Cloud-Seite parametrieren muss. Jetzt gehe ich wieder zurück in die DataFeed Suite und stelle eine Verbindung her zwischen Suite und Watson IoT-Plattform. Ich gehe jetzt also unter Datenziele. Wo möchte ich meine Daten hinschicken? Möchte ich sie per OPC UA bereitstellen? Möchte ich sie in eine Datenbank schreiben oder NoSQL-Datenbank oder vielleicht nur in einer Datei ablegen? Nein, in diesem Fall möchte ich die Daten an einen MQTT-Broker senden. Datenziel ist MQTT-Broker. Und da lege ich jetzt eine neue Quelle an. Verbindungsname, wieder frei wählbar. Ich lasse ihn mal auf MQTT-IBM. Client-ID. Die muss ich natürlich hier spezifizieren. Die Suite meldet sich bei der Cloud an und muss die Client-ID in einem speziellen Format darlegen. Dieses spezielle Format ist vorgegeben von IBM, es hat mit Softing nichts zu tun und das können Sie in der Dokumentation gerne nachlesen. Ich habe das vorher natürlich schon gemacht und hier oben steht, die Client-ID setzt sich folgendermaßen zusammen, ein kleines D, Doppelpunkt Organisations-ID, Doppelpunkt Device-Type, Doppelpunkt Device-ID. Jetzt baue ich mir das hier mal zusammen. D, Doppelpunkt, dann die Organisations-ID. Gefolgt von dem Gerätetyp, was in meinem Fall hier die SPS ist. Und zuletzt die Geräte
ID, also meine Device ID. Ist gut. Jetzt kopiere ich mir das Ganze in die DataFeed Suite und kann, natürlich soll die Verbindung auch aktiv sein, kann hier auf Next klicken. Die Verbindung, die ich herstelle, ist natürlich verschlüsselt, ganz klar, aber ich muss natürlich die Adresse hier auch noch spezifizieren. Auch das ist wiederum von IBM vorgegeben. Ich habe hier Organisations-ID, die ist natürlich in Ihrer Anwendung unterschiedlich. Der hintere Teil, also Messaging, Internet of Things.ibmcloud.com, ist immer derselbe und 8883 ist der Port, den ich benutze, wenn ich SSL-Verbindung mache. Gut, also Organisations-ID nehme ich mir hier, kopieren. Und der hintere Teil, wie schon gesagt, ist identisch für alle Anwendungen. Kopiere mir das, füge es hier ein. Okay. Authentifizierungseinstellungen, naja, es darf sich nicht jeder anmelden. Ich muss mich natürlich hier identifizieren und das funktioniert mit Benutzername, Passwort. Der Benutzername ist auch für alle Anwendungen immer identisch. Und zwar, der Benutzername ist Use Token Authentication. Und das Passwort, logischerweise, ist mein Authentifizierungstoken. Das ist dieser String. Ich teste mal die Verbindung und schaue, ob ich alles richtig eingestellt habe. Sehr gut, Verbindungstest war erfolgreich. Auf der Seite muss ich mir die sogenannten Topics definieren. IBM schreibt hier eine Hierarchie vor, die ich eins zu eins nachbauen muss. Ich habe hier teilweise keinen Spielraum. Ich zeige Ihnen gleich, wo man selber agieren kann und was festgelegt ist. Also, das ist der erste Knoten und dieser muss diesen Namen haben, IoT. Minus 2. Ich füge einen weiteren Knoten hinzu, der auch von IBM festgelegt worden ist, nennt sich EVT für Event. Ein neuer Knoten und den kann ich jetzt selbst benennen. Also die Daten, die ich schicken möchte, ist jetzt eine Temperaturwert, also nenne ich den auch Temperatur. Das wiederum ist gefolgt von einem weiteren Knoten, das Format spezifiziert. Und der letzte sagt mir dann, welches Format ich wähle. Ich könnte hier verschiedene, ich könnte mir ein benutzerdefiniertes Format, also XML oder CSV, selber erstellen. Ich nehme hier vorgefertigten Bluemix-JSON, also das sogenannte JSON-Format. Drücke OK. Also diese Baumstruktur, die ich hier erzeugt habe, das sind die ersten beiden, also das IoT-2 und EVT, ist also festgelegt von IBM, die kann ich nicht ändern. Sobald hier ein Rechtschreibfehler drin ist, bekomme ich keine Verbindung. Diesen, der dritte Knoten, den kann ich selber benennen, Temperatur, Alarm, Feuchtigkeit. Und zuletzt muss ich dann noch das Format wählen, in welchem ich sende. Also in meinem Fall ist es JSON, es könnte auch XML sein. Also ich bin auch hier fertig, klicke auf Next. Last Will und Testament-Einstellungen könnte ich machen, in meinem Fall tue ich das nicht. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was Last Will bedeutet. Also mir erlaubt das, bei dem Herstellen der Verbindung eine Nachricht zu hinterlassen, die ist dann auf IBM gespeichert und die besagt, was soll getan werden, wenn jetzt die Suite unvorhergesehen die Verbindung abbricht. Man könnte jetzt die Cloud, die Nachricht weiterleiten an die unterlagerten Subscriber oder ihnen mitteilen, dass eben die Suite nicht mehr verbunden ist. In meinem Fall brauche ich es nicht. Es ist eine optionale Sache. Store and Forward ist, glaube ich, klar. Ich könnte hier also auch Daten zwischenspeichern und dann, wenn sobald die Verbindung wieder da ist, die Daten nachsenden. Ich lasse es auch in meinem Fall deaktiviert. Okay, die Verbindung ist
jetzt zwischen DataFeed Suite und Cloud hergestellt. Das heißt, Schritt 2 ist auch erledigt. Den letzten Schritt, den ich noch machen muss, ist ein sogenanntes Mapping. Ich habe ja jetzt noch nicht definiert, welche Daten denn genau gesendet werden. Ich habe lediglich gesagt Temperatur, aber da steckt ja noch kein Wert, kein wahrer Wert dahinter. Und das muss ich im letzten Schritt machen und das funktioniert in der Suite über den Bereich Datenverarbeitung. Hier gibt es die Option Exchange, die aktiviere ich jetzt und ich möchte eben Daten austauschen. Hier steht Auswahlquelle Ziel. Ich hole mir Daten aus der S7-1500, Room Temperature und diese möchte ich an die IoT Cloud senden. Also Quelle Room Temperature, Ziel ist hier dieses JSON-Format. Ich drücke hier auf diesen Button in der Mitte, Match. So, und jetzt ist es schon eigentlich erledigt. Letzte Sache, na klar, ich muss noch definieren, wann sollen denn die Daten gesendet werden. Bei Datenpunktänderung oder vielleicht bei einem Timer, also sprich eine Sekunde, 10 Sekunden. Variabler Trigger könnte ich auch wählen, wäre dann Temperatur ist über 25 Grad. Ich möchte jetzt einen Timer-Trigger erstellen. Ich zeige Ihnen noch schnell, wie das funktioniert. Ich werde auch wieder durch einen Wizard durchgeleitet. Ich habe noch gar keinen Trigger erstellt. Darum einen neuen. Ich nenne den mal Timer eine Sekunde. Der soll natürlich zyklisch sein. Also jede Sekunde, alle 2 Sekunden und alle 5 Sekunden. Optional könnte ich auch einen Ablaufplan erstellen. 5-mal am Tag oder zu gewissen Uhrzeiten. Ich lasse das auf 1000 Millisekunden, ist ja eine Sekunde und schon ist er erstellt. Ich drücke auf Abschließen und ist alles erledigt. Letzte Sache, ich muss die Suite noch einmal starten. Jetzt erscheint mir hier das grüne Zeichen, dass die Suite gestartet ist. Ich gehe wieder zurück in meine IBM Cloud und schaue, ob meine Daten ankommen. Ich aktualisiere mal schnell die Seite und siehe da, meine Siemens SPS ist schon verbunden. Ich gucke mir jetzt Werte mal an. Das geht über kürzliche Ereignisse. Man sieht, die ersten Werte trudeln hier schon langsam ein. Sie sind in diesem JSON-Format, wo ich vorher festgelegt habe. Temperatur ist in meinem Fall 25,2 Grad. Ich könnte jetzt diesen Temperaturfühler, habe ich zufällig da. Ich versuche ihn mal etwas zu erwärmen. Meine Hände sind zwar sehr kalt, aber ich probiere es. Hier sieht man auch immer den aktuellsten Wert. Also man sieht, es geht langsam nach oben. 27. Okay. Im Grunde sind wir am Ende vom praktischen Teil. Ich gehe wieder zurück zu meiner Präsentation. Gibt es denn irgendwelche Fragen Ihrerseits? Ich gucke mal schnell in meinem Fenster. Wofür steht Quality, ist eine Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie unter Quality genau verstehen, wo Sie das meinen. Ich tippe mal, Sie meinen das Quality of Service, was man bei MQTT immer einstellen kann. Und das lässt sich so beschreiben, das ist eine Art Zustellungsgarantie. Also man unterscheidet bei MQTT in 1, 2 und 3, dann 0, 1 und 2. 0 wäre Fire and Forget, bei 2er hätte ich dann gewisse Mechanismen, die eben sicherstellen, dass die Nachricht auch definitiv ankommt. Dann haben wir noch eine weitere Frage, das war unter dem Temperatur. Ah, okay, Sie haben nochmal nachgelegt, ich zeige Ihnen das. Einen Moment. Das war unter dem Temperaturwert. Okay, ich zeige Ihnen das. Sie meinen hier, die Quality ist gut. Ja, es ist einfach nur eine Zustandssache, dass die unterlagerte Verbindung, also sprich zwischen DataFeed Suite und der Siemens SPS, dass diese besteht. Es könnte ja sein, dass die Verbindung nach unten hin abbricht, aber weiterhin die Verbindung zwischen Suite und IoT-Plattform bereit ist und dann würde hier Quality False stehen. Das ist der Hintergrund dazwischen.
Ja, eine weitere Frage sehe ich noch. Wozu nutze ich nun Watson IoT Plattform? Ja, also das ist eine ganz gängige Frage. Wir sind ja die Firma Softing und wir stellen also die Kommunikation her. Typische Anwendungsszenarien, was Sie bei IBM machen können, wäre zum Beispiel Predictive Maintenance, also eine vorhersagbare Wartung, oder Sie können Analytics fahren, Sie können Visualisierungen erledigen. Also da können Sie sich auch am besten auch an IBM wenden, die haben da sehr viele Use Cases und helfen Ihnen da stehen mit Rat und Tat zur Seite. Okay. Dann, wenn keine weiteren Fragen sind, falls noch Fragen aufkommen, jederzeit können Sie mich kontaktieren per Mail. Wie gesagt, Sie kriegen auch eine Follow-up-E-Mail nochmal mit allen nützlichen Informationen. An der Stelle, ich hoffe, Ihnen hat das Webinar gefallen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.